So, dann gehen wir mal vorsichtig da raus, Fragezeichen. Oder vielleicht bleibe ich auch hier einfach drin. Techniken. Kann ich noch irgendwas anderes für mich dann wissen eigentlich? Oh ja, die innere Fledermaus. Sehr praktisch gewesen im ersten Spiel. Ah, aber mehr kann ich wohl nicht machen an der Stelle aktuell. Okay, okay. Wow. Oh mein Gott, für Madame Butterfly kann ich... Ich kann ja für alles anscheinend irgendwie... Ach so. Das sind Kombos, die ich holen kann an der Stelle. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, ich vermisse so viele Kombos mittlerweile. Ja, da ist doch der Afterburner, ja. Let's go. Und da mit dem Absatzgleiter, ja. Damn. Da haben wir den aufgeladenen Schuss. Mein Gott. Everything makes sense now. Okay. Ich habe einmal Dumb Butterfly manchmal so den Eindruck, dass es irgendwie. Oh, damn. Das, da gibt es ja richtig coole Kombos auch mit der Waffe. Wow, die Attacke ist ja mega geil. Okay, ich probiere das aus. Den wäre auch gut als Kombo-Starter. Und die basiert dann je auf den jeweiligen Dämonen an der Stelle. Finde ich aber auch gar nicht mal so uninteressant tatsächlich. Ach, ich kann auch einfach straight up einfach sagen, ja, ich benutze ihn jetzt als Gewehr. Ja, lol. Yo. Ich finde manche von den Angriffen beeindruckend. Ich glaube, ich werde die Hälfte, wenn nicht mal die Hälfte davon überhaupt einsetzen. Aber ich bin interessiert. Definitiv. Der Wiederspielwert hat sich jetzt gerade multipliziert. Das ist geil. Was zum Teufel sind diese Dinger? Ach, das ist eine Enzyklopädie für Gegner. Okay. What is this? Oh, eine Enzyklopädie für die Dämonen. Hallöchen, Madame Butterfly. What is this? Ah, auch für Engel. Charakter-Enzyklopädie, okay. Oh, klein Tierchen. Oh, yeah, baby. Okay, das ist ein Objekt. Enzyklopädie. Warte, was habe ich da gesehen? Mandragora-Wurzel, ach Gott, cool gemacht. Oh, und das ist dann natürlich das. Okay, warte, Dämonenmaskerade. Können Dämonenseelen kanalisieren, um sie zu verwandeln und überall. Ah, okay, das ist an der Stelle dieses Thema mit verschiedenen Waffen. Halt. Seite wechseln. Ah. Am Ende von Kompass aktiviert und ermöglichen fernde Finalschläge, okay. Ah, okay, also es ist mittlerweile, ich weiß es nur nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, weil früher war es so, du hast Waffen kombinieren können und hast dann unterschiedliche Abschlüsse haben können, innerhalb einer Kombo mit einem anderen, mit einer anderen Waffe. Das ist das, wo ich ein bisschen, glaube ich, vermissen werde, weil ich glaube, der Hauptaspekt liegt jetzt an den beschwörbaren Dämonen und dem Skilltree, den man da aufbauen kann und so. Ich glaube, der Fokus ist dann auch eher weniger auf Dings. Lichtsäulen, ah, okay. Zwar verhält, doch berühre ruhig einmal die lichtüberfüllten Zähne und die Engel gestift sein sollen. Okay, wow. Das ist cool. Und dann haben wir hier natürlich die Fähigkeiten, alles klar. Dann haben wir hier... Ah.
Wollen Sie ein Mensch sind, da halten Sie schon Mitglied von Aachen's Netz zu werden. Das Aachen-Netz fragen Sie, das Mensch sei Ihnen diese Frage durchaus gestattet, dass Ihre Spitze ist aber auch immer so skeptisch sein muss. Also gut, lassen Sie uns kurz mit dem Gebührengehöftigkeit unseren Skript vorstellen. Wow. Alles ist sicher ein unglaubliches, ausgewöhnliches und überaus übernatürlichen Online-Shop, der seine Waren bis in den längsten Winkel der Welt liefert. 24 Stunden am Tag, 53 Tage am Jahr. Ob es nun regnet oder schneit oder gar Pfeile und Kugeln hagelt, wir liefern ihnen alles, was sie sich nur vorstellen können. Und selbstverständlich auch das, was ihr Vorstellungsgrad übersteigt. Zusammentragen von unseren fleißigen Mitarbeitern aus den vier Ecken der Existenz. Wow. Und im anderen drehen bei ihnen zu Hause. Wow. Treten Sie ihnen nach, das ist jetzt bei und profitieren Sie von den Vorteilen mit einem Jahr beitragsfreier Mitgliedschaft. Wow. Garantiert ohne zusätzliche oder versteckte Gebühren. Okay. Einfach nur die magische Glyphe scannen und gleich anmelden. Die magische Glyphe scannen. Läuft bei dir. Flyer nur 24 Stunden gültig. Eine Einlösung nach Ablauf dieser Frist kann zu einer vorzeitigen Beendigung der eigenen Existenz führen. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf. Wow. Alright. Ach komm. Gibt's ja tatsächlich. Warte. Ein einsamer Hesse steht mit einem verschränkten Arm in einer schmalen Gasse und richtet den Blick hinaus auf die Straße. Sie wirft einen Blick auf die Uhr und grinst. Heute regeln wir die Dinge und zwar ein für alle Mal. Ich werde dieser nervigen Hexe zeigen, weil in der Straße von überall das Sagen hat. Sein Karak wird immer daran, dann das Sushi wird essen. Oh, und wie könnte ich uns rennen über die Diagonalqueren vergessen? Bisher endet jeder dieser Wettstreit in einem Unentschieden, doch heute wird der Sieg auf mein Konto gehen. Leute, steht Bowie auf dem Plan und dann nennt dich nicht mich gewiss nicht umsonst Shibuyas König des Blitz. Die Kleine wird es noch bereuen, mich an solch einen wunderschönen Tag zu einem Bowling-Wettkampf aufgefordert zu haben. Ja, nee, okay. Reden wir von einer parallelbaren Bayonetta, die hier als Bowling-Königin bekannt ist. Ganz schön spät dran, die Gute. Das sieht ja gar nicht ähnlich, sonst steht sie zu unserem kleinen Spielchen immer kurz furchtbar pünktlich auf der Matte. Plötzlich füllt eine Brüllen die Luft. Eine Lawine aus Geröll rollt hernieder. Im nächsten Moment beginnt sich das Geröll wie eine Zeitlupe zu bewegen. Doch während du dein Gefühl verspürst, dass eine Umbrechste nur allzu vertraut ist, beginnen die Bilder in deinem Geist zu verblassen. Ha. Interessant. Bin sehr gespannt, was wir über die anderen Bayonettas, sage ich einfach mal dazu, was wir von denen erfahren werden. Okay. Sie geben sich Mühe, muss man schon sagen. Mit schwerem Geschütz gehen die an der Stelle drauf, aber keine Chance. Keinen Schaden machen die an der Stelle. Das ist anscheinend so ein kleines Quallenmonster und zerstört die jetzt gleich. Was zum Teufel? What is this? Wow. RIP. Looks like they don't care much for your techniques. Why don't I try a more attentive approach? Ach, die zerteilen sich so lange, bis sie irgendwann explodieren. Okay. Okay, die sind aber schneller, als ich erwartet habe. Was für eine Kamera? Was für eine Ending-Kamera? Sieht schon geil aus, muss ich sagen, wenn du hier da mit dem Viech.
Oh, das sieht auch interessant aus. What is this? Das ist Jean. Das ist eine Jean. Ach, das ist hier die Paralleluniversums-Jans. Jean. Sieht ein bisschen aus wie die aus dem zweiten Teil. Ha! Die Kapitel sind tatsächlich recht lang. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ach, Geld regiert die Welt. Wer Zeit, sich um Geschäfte zu kümmern. Zeit, wie diese bringen immer ordentlich viel Knete ein. Dringende Kapitelauswahl minus, um den Tod zur Hölle einzukaufen. Okay. Den kannst du nur dein nächstes Ziel auswählen, sondern auch Plusdringe und deinen Feuer zur Nähe-Einstellung zu ändern und mehr. Okay. Dein Kapitel abgeschlossen hast, kannst du einen beliebigen Checkpoint darin auswählen und ab dort erneut spielen. Okay. Die Welt von Bayonetta 3. Ab sofort kannst du in der Galerie Bilder betrachten und Musik anhören. Deine Sammlung lässt sich erweitern, indem du im Spiel Spezialitems findest. Ah, das sind die Dinger. Okay. Um die Galerie aufzurufen, drücke Plus und Kapitelauswahl und wähle anschließend die entsprechende Option. Ist klar. Phänomen Überreste. Sobald alle drei Blutsträhnen Umbras. Ach, stimmt, die haben ja gesagt, dass da sich ein besonderer Weg auftut. Erhältst du Zugang zu einem Gegenstück des Kapitels? Ach, dann spielen wir als Viola wahrscheinlich. Pass auf. Zu einem Gegenstück des Kapitels. Ich find's auch irgendwie interessant, wie du als Viola hier. Oh, ich kann mich richtig umgucken. Das ist ihr Zimmer. Ach, und für Violas Zimmer kann man Sachen holen. Wow. Coole Gestaltung hier, muss man schon sagen. Coole Gitarre. Ist das Violas Kapitel? Ist aber cool vorbereitet. Muss man jetzt einfach mal an der Stelle zugeben. Ich will nur mal ganz kurz mal reinlinsen, was denn hier in der Galerie so alles zu sehen ist. Weil ich bin... Okay. Coole Animation übrigens. Wow. 3D? Ach, sogar 3D-Modelle. Ist ja cool. Let's fucking go, Rodine. Schaut ihn euch an, wie hot der ist. Der hat ganz schön kurze Ärmchen. Das habe ich eigentlich nie so wirklich an der Stelle gedacht, weil ich dachte immer, die Vorderbeine sind an der Stelle seine Arme, aber das da vorne sind seine Arme. Wow. Oh yeah. Entwürfe. Oh! Charakterart. Oh, Concept Art. Ich liebe Concept Art, Alter. Let's fucking go. Ich glaube, die haben echt lange werkeln müssen. Ich glaube, für Viola war das gar nicht so unklar, weil die wollten wahrscheinlich schon für was Punkiges gehen, wegen der Story. Aber ich glaube, bei Bayonetta da was anderes zu finden. Oh, das ist süß. Das ist richtig süß. Was zu finden, was irgendwie einzigartig ist für die. Ach, cool. Ich muss schon sagen, ich liebe Concept Art. Ich werde euch jetzt nicht die Zeit an der Stelle verschwenden mit Concept Art anglotzen, aber ich finde sowas echt toll. Ich finde sowas toll, dass man das einfach mal sieht, also so Studies, wie sie dann überlegt haben, okay, wie könnte es hier jetzt aussehen? Und ja, wir machen das gleich. Oh, es gibt Online-Ranglisten. Ach du Schande. Ach du Schande. Das Speichern geht aber tatsächlich relativ flott. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Warte, Shop. Wir gehen mal ganz kurz in den Shop. Hallo, Redine. Welcome to the Gates of Hell. Hell yeah. Hexenpause. Ach, das ist ein Speicherforscher, okay. Altes Bilderbuch. Ein benutztes Bilder, das nicht ohne weiteres geöffnet werden kann. Rückgabe oder Rückerstattung nicht möglich. Bin ich mal gespannt, was das ist. Da haben wir meine Zügel. Kaufen. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Items. Nichts Neues dabei. Oh, stimmt, Hexenherzen kann man hier auch kaufen. Aber ich mache erstmal die Zubehörteile. Erstmal die Zubehörsachen und dann kann ich ja immer noch hergehen und die ganzen anderen Dinger mir holen. Naja, so interessant sind das dann doch nicht. Ich würde einfach nochmal gucken, ob es eine andere Animation gibt. Nee, schade, gibt keine Animation dafür.
cool. Kann ich das irgendwie... Nein, nee, das ist Redying, okay. Might have something special for you. Okay. Kann ich irgendwie die Ausrüstung anpassen? Oh. Das ist auch so süß, Alter. Die hat so ein süßes Zimmer irgendwie. Oh, aber Cheshire kann man nicht abwerfen. Oh. Sehr interessant. Interessante Wahl für ein Hauptmenü, für ein Level-Auswahlmenü. Kann ich die anwerfen? Okay. Aber die haben eine Physik und die haben einen Sound. Wow. I am impressed. Okay. Gucken wir mal, dass wir weitermachen. Ihr werdet wahrscheinlich schon darum sterben, was da eigentlich passiert jetzt als nächstes. Ich denke mir, diese Kapitel, die werden etwas kürzer sein. Aber ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich finde einfach nur diese Form so endlos krass an der Stelle. Allgemein diese Bestienformen von irgendwelchen Charakteren, die finde ich einfach immer sehr geil. Okay, wir spielen aber trotzdem als Bayonetta. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir jetzt als Dings spielen. Okay, es ist jetzt ziemlich versteckt. Wow. Okay, ich muss jetzt die beiden Fähigkeiten wohl an der Stelle nutzen. Um die Dinger möglichst schnell einzusammeln. Oh, das ist gemein. Macht jetzt wahrscheinlich diesen Laser. Autsch! Hat mehrere Lebensbalken, ist mir gerade auch aufgefallen. So, muss mir ein bisschen beeilen, bis ich das hier... Ich war jetzt sehr ruhig, war jetzt sehr konzentriert, weil ich habe mir gesagt, ich muss jetzt die
mich konzentrieren darauf, die Dinger zu sammeln. Und langsam wird die Zeit knapp. Aber schaffbar. Immerhin. Hot. Übrigens, schöner Shot. Okay, ich bin nur gespannt, wofür ich das jetzt mache. Ist das einfach so ein nettes kleines Extra oder mache ich das für einen bestimmten Grund oder... Ah, nee. Ist einfach nur ein kleiner netter Raum, wo man ein bisschen sich austoben darf. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich hätte jetzt erwartet, wahrscheinlich taucht das erst demnächst auf. Stadt in Flammen, okay. Vielleicht taucht das demnächst auf. Weil Viola ist spielbar, das weiß ich. Aber wann wir die spielen können, das weiß ich noch nicht. So. Ich hab aber was, glaube ich, genug Punkte bekommen fürs. Ach nee, ich brauche 40.000. Ich hab kurz 4.000 im Kopf gehabt. Naja, gut. It is what it is. Naja, auf jeden Fall machen wir einen Schluss. Für den ersten Eindruck. Erster Stream, erste Aufnahme Bayonetta 3. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir noch zu sehen bekommen werden. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich weiß noch nicht, wann ich weitermachen werde. Vielleicht mache ich morgen direkt weiter, vielleicht mache ich übermorgen weiter im Stream. Eigentlich will ich das gerne komplett aufnehmen, das ganze Spiel für den Kanal. Und ja, von dem her würde ich da weitermachen. Oh, ich kann es nicht in die Couch reinwerfen. Okay, das ist cool gerade gewesen. Warte, kann ich die Birnen kaputt machen? Achso. Die sind keine Items. Die haben keine Hitbox. Okay. Aber das mit der Gitarre war jetzt gerade cool. Steak. Sag ich aber öfters bei Violet. Okay, das ist cool. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo ich die hinwerfe, dass es dann eine unterschiedliche Mucke gibt an der Stelle. Ist geil. Warte. Ah. Ach, das sind sowas wie Achievements. Wenn den Kampf an Deck ohne Wolken. Meine Kontakt mit der Tinte. Provoziere einen Gegner. Greife den. Okay. Ach, das sind so Aufgaben. Das sind Challenges. Ach, cool. Okay. Wow. Aber da sehe ich auch unten links, dass ich die tatsächlich eingesammelt habe. Das ist cool. Na gut, ja, it is what it is. Wir machen auf jeden Fall demnächst weiter. Ich weiß noch nicht wann. Ich werde definitiv eine Ankündigung machen dazu. Und ja, hoffe euch demnächst wieder zu sehen. Bayonetta 3 gefällt mir bisher super gut. Finde auch die gesprochenen Szenen und sowas. Und wie das alles vorbereitet ist. Ah, schade, komm. Finde ich sehr schön gemacht. Bin sehr gespannt, was mit diesem ganzen Multiverse Konzept, was die da an der Stelle machen werden. Ah! Ist ein bisschen fummelig, diese feinfühlig. Ah, das ist 20 nur, das ist nicht 30. Na, ah, das ist nicht 60. Ah, fuck. Ah, fuck it. Na gut, wir machen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.